Bananensturm im Jahr 1970 liegt Nordjabrisnirwein. Durch diesen Lämmerjahr, nur wir Riesnirschimmerer, die Torjere ist Interviewer, aber die ist nur Brias, genau Birgit Weidmanns. Hallo. Brasch, die Mutiger? Nur Stürmerer, tot diesen über die Tod, die Zimmerer, Nesina, Jupiter, die du hast. In der Tierer, du bist nur, jetzt sind ein paar die Jörschia. Es ist die Tunke, die mir doch die Jörschia, ich hab Schule, ich hab Tonia. Mir ja, nur zu gewähren. Schickra, Wörja. Also, das Buch habe ich auch im Grunde genommen deswegen geschrieben, weil ich mal wissen wollte, welcher Zeitablauf war da überhaupt, ja? Wie kam es zustande, dass so viele Frauen verbrannt und verfolgt wurden? Das haben ja auch schon viele geforscht. Sondern in welchem Zusammenhang mit der Widerstandsbewegung war das eigentlich? Und da bin ich drauf gestoßen durch ganz wenige Historiker sagen, das könnte zusammenhängen mit den Bauernaufständen. Und dadurch bin ich überhaupt da drauf gekommen. Dann habe ich mir die ganzen Daten der Bauernaufstände rausgesucht. Die sind im Internet alle zu finden. Und das Schöne ist, die sind mit dem Thema des Aufstandes zu finden. Und da erkennt man erst, mit welches Leid eigentlich diese Kolonialherren, die uns ja die Zivilisation gebracht haben und das tolle Leben, den Menschen damals, die weder die Zivilisation haben wollten, noch Geld, sondern die einfach ihr Leben leben wollten, das sind ja unsere Ahnen. Und diese Menschen, welches Leid sie eigentlich erfahren mussten, diese Frondienste, die sie machen mussten, um irgendwelche blöden Burgen und Schlösser zu bauen, die heute überall touristisch aufgepeppt und besucht werden und so toll und bewundert werden, sind ja auch gigantische Bauwerke, sind aber mit Blut entstanden. Da sind Leute verhungert deswegen, weil sie die Frondienste im Sommer gemacht haben, wenn die Erntezeit war, weil sie keine Rücksicht genommen haben auf die Menschen. Und diese Blutspur zeichnet sich seit tausenden von Jahren ja ab durchs gesamte Patriarchat. Und das kam eben um Mitte des ersten Jahrhunderts, also um 500, kam es ja dann hier in unserer Region hier. Dann sind ja die ersten Königshäuser entstanden. Man muss wissen, dass die Belagerung der Germanischen, ich spreche jetzt am liebsten von den Germanischen, sind natürlich auch die keltischen Stämme oder Kulturen, 500 Jahre gedauert hat. Und man muss sich vorstellen, eine 500-jährige Belagerung. Das ist grauenhaft. Ja. Ja. Dass sie dann irgendwann zermürbt sind und umkippen, das kann man ja auch sogar aktuell beobachten, wie schnell das geht. Ja, und das aber auch halt so ein über Jahrhunderte, über Generationen fortgesetzter Widerstand sich dann natürlich auch irgendwie in der Psyche niederschlägt. Ja, natürlich. Und die matriarchalen, friedvollen Zeiten auch deshalb von innen raus zerfressen wurden, oder? Das wurde alles von innen zerfressen. Ja, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob man sagt, die indogermanische Kultur war ja eigentlich schon es war auf jeden Fall kein reines Matriarchat, ganz glaube ich auch nicht. Nee. Aber es waren die Frauen sehr stark, wurden hoch verehrt, die wurden als Seherinnen verehrt, als Hüterinnen des Ortes. Der Begriff Heidentum stammt von der Heidre, das habe ich entdeckt. Heidre ist ein germanisches Wort für Seherin, manchmal auch für Göttin, das findet man in der Edda. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, warum heißt es Heidentum? Es gibt nur im Deutschen diesen Begriff für einen Andersgläubigen Heidentum. Das heißt, es ist immer indigen oder pagan oder es ist immer an den Ort gebunden oder ein fremdes Volk oder wie auch immer. Und nur im Deutschen gibt es den Begriff Heidentum. Und die Heidre ist eine Seherin gewesen. Es gibt ja eigentlich zwei Seherinnen-Frauentypen. Das eine sind die Heidren und das andere sind die Wölven. Die findet man beide in der Edda. Und ich habe da lange immer wieder gelesen und geforscht, was ist der Unterschied, warum heißen sie mal Heidre und warum heißen sie mal Wölver. Und die Wölven, denen wird nachgesagt, das sind Frauen, die wanderten von Dorf zu Dorf in wunderlichem Aufzug mit einem langen Stab und sind dann in die Dorfmitte gegangen und dort wurde ihnen ein Stuhl gegeben, ähnlich wie meiner, der Seidre, der Zauberstuhl. Dort setzten sie sich drauf und dann sprachen sie zu der Bevölkerung
und haben eben Nachrichten mitgebracht und haben Heilrezepte mitgebracht und was immer auch und spirituelle Arbeit gemacht, was immer sie auch gemacht haben. Und ich bin überzeugt, dass die wandernden Frauen, die Wölven, diejenigen waren, die während der gesamten 500 Jahre Belagerung durch die Römer, diejenigen waren, die dafür gesorgt haben, dass die politischen Informationen von Ort zu Ort gegangen sind. Denn man muss sich vorstellen, es war ja alles Wald und die wohnten sehr weit auseinander, die Stämme. Und sie sind von Ort zu Ort gegangen und haben erzählt, da sind die Römer, wir müssen Bündnisse schließen. Sie haben die Bündnisse dafür organisiert. Davon bin ich überzeugt, dass sie politisch eine ganz, deswegen sind sie auch so bekämpft worden. Und die Heidren hatten eine andere Aufgabe nach meinen Recherchen. Die waren mehr ortsansässig. Die Wölven sind gewandert und die Heidren waren ortsansässig. Und sie haben den Haag, den heiligen Haag, betreut und waren dort die Priesterinnen oder die Frauen, die dafür zuständig waren. Und deswegen glaube ich, dass die Haag-Cissa, die Cissa vom Haag, die Hüterin des Haags war. Sie waren Gebietshüterinnen. Und dann im Zuge dieser Wendezeit, als dann die Christen so stark wurden und das Ganze so gefährlich wurde für sie, haben sie sich mit Sicherheit sehr oft heimlich an den alten Kraftplätzen getroffen, die dann später als Hexentanzplätze bekannt wurden, und haben weiterhin sich ausgetauscht. Und durch dieses starke Bündnis unter den Frauen, was ja dann als Hexensabbat verunglimpft wurde, ist eine politische Stabilität im Widerstand gewesen. Und dieser politische Widerstand hat letztendlich zu den Bauernaufständen geführt. Und das wiederum, die waren ja zur Zeit Luthers, waren die dann ja als Bauernkriege. Luther war ja auch ein absoluter Gegner der Bauernkriege und ein absolut dafür, dass die Frauen verbrannt werden. Und das war ja zu Luthers Zeiten, wo die Hochzeit der Frauen als Hexenverbrennungen war. Und durch diese lange Tradition der dominanten politisch aktiven Frauen, von Anbeginn, muss man sagen, vom Beginn der Kolonialisierung, wo man immer wieder auch Bruchstücke in historischen Überlieferungen findet. Das war der Grund, warum die Frauen als Hexen verbrannt wurden. Einer der Gründe. Es gibt noch einen anderen, also die hat gesagt, es lag auch daran, die Frauen haben sich gegen die Einführung des Kapitalismus gewehrt. Sie wollten nicht die Geldwirtschaft haben. Sie haben keinen Sinn darin gesehen, sehe ich auch immer noch keinen Sinn darin. Aber der Kapitalismus basiert auf dem Mangelsystem, denn nur so kann man die Menschen in Angst und Schrecken setzen und beherrschen. Die Verelendung ist durch den Kapitalismus gekommen. Die Leute waren vorher nicht im Elend, die hatten keinen Hunger. Natürlich hatten sie immer Hunger. Aber diese Verelendung, die in den Städten, wo die Frauen sich dann als Huren und Wanderhuren verdingen mussten, um ihre Kinder zu ernähren, wo sie sich nicht immer verhüten durften und so weiter, das haben wir der Kolonialisierung durch die Römer und die römischen Christen zu verdanken. Und dann in Folge den daraus entstandenen Hochadel. Und ich bewundere die Alten, unsere Ahnen, Ahnfrauen, weil sie haben wirklich unglaubliches Risiko auf sich genommen, damit die Kultur, die alte spirituelle Kultur, lange noch am Leben gehalten werden konnte. Die ganzen sogenannten Hexensabbate, die feiern, das waren ja spirituelle Mysterienkulte eigentlich, die sie gefeiert haben in der Nacht bei Vollmond, logischerweise einmal wegen der Energie und außerdem war es ja auch hell. Und diese Hexentänze, also diese Tänze, das sind einfach Zeremonien, die man auch aus den indigenen Kulturen kennt. Und die haben die Frauen unter Einsatz ihres Lebens aufrechterhalten. Damit wir es einmal besser haben. Damit wir ihre Nachfahren es einmal besser haben. Das war ihr Wunsch. Wir haben es ja auch besser. Also ich meine, sie haben in einem Elend gelebt. Nach der Christianisierung begann ja die absolute Verelendung in den Städten. Das Pest und allem drum und dran. Und unsauber alles und so weiter und so weiter. Völlige Überforderung. Plötzlich waren die Leute total eng zusammen, es gab eine explodierende Bevölkerung, weil man nicht mehr verhüten durfte, das Wissen ging verloren. Die Ärzte haben nichts gekonnt, haben den Frauen alles, jede Heilmethode verboten, haben von den Frauen nichts gelernt und konnten außer Aderlass nichts. Und sie sind ja heute mehr Techniker wie Ärzte. In der Technik sind sie gut, aber in der Heilkunst sind sie schlecht. Wenn man jetzt heute sieht, irgendwie, dass die Frauen
gerade ja auch in der Kirche die Frauen Luther hochhalten, Luther-Gedenkfeiern ausrichten und so. Also ich habe immer das Gefühl, irgendwie da passt ja gar nichts zusammen, weil selbst wenn man nicht weiß, dass er irgendwie Hexenverbrennungen befürwortet hat, sind ja von ihm genug frauenverachtende Sprüche auch bekannt. Also wie erklärst du dir das, dass da irgendwie ja, die Frauen das doch immer noch oder jetzt mittlerweile mittragen? Ich erkläre mir das aus diesem sogenannten Stockholmer Syndrom oder dem kollektiven Trauma. Stockholmer Syndrom oder eben dieses Trauma bedeutet, dass der Gequälte in der Folter zum Beispiel, plötzlich gemeinsame Sache mit dem Aggressor macht. Die Frage stellt sich zum Beispiel, warum hat dieser Machiavelli, der hat ja die gesamte Aufschlüsselung, wie funktioniert eigentlich Machtpolitik gemacht und hat das ja alles in seinem kleinen Buch aufgeschlüsselt. Er war aber gefoltert, er war im Gefängnis und er hat durch diese Form des Stockholm-Syndroms sich so tief in die Aggressoren, in seine Folterer hineinversetzt, dass er das System verstanden hat. Das wiederum hat aber in der Geschichtsschreibung überhaupt fast niemand verstanden. Und dieses Problem sitzt in uns allen sehr, sehr tief. Und wir machen, also der gefolterte oder der versklavte Mensch macht gemeinsame Sache mit dem Aggressor. Und dann dann geht er nicht mehr in den Widerstand. Die Frauen, die dann gefangen genommen wurden, um dann als Hexen verbrannt zu werden oder gefoltert zu werden, wenn die Eigentum hatten, oder wenn die Familie Eigentum hatte, dann mussten die dafür alles bezahlen. Die mussten die Folterungen bezahlen, die mussten das Holz für die Hinrichtung und für den Scheiterhaufen bezahlen, die mussten den Scharfrichter bezahlen, die mussten natürlich auch die Gerichtsverhandlungen bezahlen. Und ihre Kinder, die waren ja dann, das muss man ja bedenken, das waren ja Frauen, die ja auch oft Kinder hatten und die waren ja stigmatisiert. Entweder hat dann, ich glaube persönlich, dass die Geschichte von der bösen Stiefmutter daherkommt, dass wenn ein Mann seine Frau verloren hat auf dem Scheiterhaufen und dann eine andere Frau nimmt, dann nimmt er eine Frau, die gesellschaftskonform ist. Die verachtet natürlich die Kinder von der ersten Frau, weil sie ja Hexenkinder waren. Ich persönlich glaube, dass das der Hintergrund dieser Volkserzählungen sind. Ich glaube ja überhaupt, dass die ganzen Sagen die Geschichtsschreibung der Bevölkerung sind. Das Jammertal erzählt auch die Geschichte von der Frau, die geschwängert wurde von einem Grafen, hier von Katzenellenbogen. Und dieser Graf hat sich nicht ums Kind gekümmert und dann soll die Frau sich umgebracht haben, ertränkt haben im Bach. Aber das Jammern war groß, deswegen heißt das Jammertal. Ich bin der Überzeugung, der Graf hatte das Recht auf die erste Nacht, das Jus prima noctis. Und jede junge und die junge Frau, jetzt meinen wir hier im Jammertal, von der Mühle, wollte heiraten, hat der Graf gesagt, du musst jetzt erstmal mit mir schlafen und ich habe das Recht. Und dann war sie schwanger geworden. Was macht man jetzt mit dem Kind? Und so weiter, und so weiter, und so weiter, das ganze Leid. So entsteht Traumatisierung und das ist unsere Geschichte von uns allen. Und wir haben alle in unseren Ahnenlinien solche Geschichten unter Garantie, alle. Und ich glaube persönlich, daher kommt auch unsere Desorientierung und oft unsere Unsicherheit. Was eigentlich, wie sich eigentlich richtiges Leben anfühlt, so ja, ungefähr, ne? Wie eigentlich glücklich zu leben mehr, ist. Was ist Leben, was ist Liebe, was ist Fürsorge, ja? Wir glauben, wir müssen dem Geld hinterherrennen, was ist Sicherheit und Geborgenheit, dass das ganz was anderes ist, dass es was in uns Ruhendes ist und in der Natur ist. Wir zerstören die Natur, was patriarchal ist. Wären die Frauen nicht alle eliminiert worden, glaube ich persönlich, würde es diese Umweltzerstörung nicht geben. Weil die Frauen waren die Hüterin der Gebiete überall auf der Erde. Und die haben sich immer quergestellt. Also wir möchten gerne eine Erinnerungskultur für die Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, installieren. Und haben uns orientiert an den Stolpersteinen. Und wir haben uns überlegt, wir würden gerne Stolperschwellen machen, also die auch, aber wir wissen noch nicht ganz genau, vielleicht wird es auch noch was anderes, aber der Gedanke ist, dass wir ein Kunstprojekt
da entwickeln, das einen Wiedererkennungswert hat, ähnlich wie die Stolpersteine. Und es sollte in allen Städten, wo Hinrichtungsstätten waren, für die Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, uns geht es jetzt um die Frauen, es sind natürlich auch Männer als Heretiker verbrannt worden, aber uns geht es jetzt um die Frauen, die als Hexen verbrannt wurden, denn das war ja wirklich ein Genozid an den Frauen. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass es viel zu wenig Beachtung findet. Es wird einfach so gesagt, ja, ist schon lange her, es war im Mittelalter und so. Also jetzt meinetwegen in Stuttgart bildet sich eine Gruppe von Frauen, die sagen, wir finden die Idee gut und wir forschen da mal, an welchem Ort könnte man da sowas machen. Was uns noch fehlt, ist wie gesagt das Kunstwerk an sich, also da sind auch Ideen herzlich willkommen. Die müssen handhabbar sein, die Ideen, die müssen einfach sein und die müssen in der Genehmigung auch einfach sein. Also Skulpturen, wo da der TÜV und sonst irgendwas da befragt werden muss, halte ich nicht so für realistisch. Es muss auch haltbar sein bei Wind und Wetter über viele, 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 viele Jahrzehnte, am besten Jahrhunderte oder Jahrtausende, dass man das immer noch sieht. Die Jena mit ihrer Birgit Weidmann. Morgen sieht sie gut, aber ja. Und die ist gewann. Du frierst sie nicht wahr. Nun, die ist gar nicht. Bre. Die ist ja bei diesem. Nun, bia, die ist ja die. Dobri, die ist ja die.